Sehr geehrte Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit uns den Vorstand Technische Entwicklung der Audi AG, Michael Dick, und den Leiter Designkonzepte der Audi AG, Markus Auerbach. Ja, schönen guten Abend auch von unserer Seite, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in Frankfurt. Wie Sie gesehen haben, ist es auch für ältere Semester wie mich durchaus möglich, in diesem Auto zu sitzen und auszusteigen und das Ganze noch einigermaßen gelenkig aussieht. Herr Auerbach, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass zwei so Kerls wie wir das sind, dort auch ausreichend Platz drin finden. Das stimmt. Da drin, das war ganz gemütlich und da sind wir gut zurechtgekommen. Ich sollte anfragen oder anfangen mit der Frage, wie das Projekt startete. Und diese Geburtsfrage war: Gibt es ein mobiles Leben zwischen einem Roller und einem Kleinwagen? Und wenn ja, wie sieht dieses Leben für Audi aus? Und hier war die Herausforderung an das Team, dass sämtliche Markengene, Markenwerte auch in einem so, sagen wir mal, kompakten Fahrzeug sich wiederfinden. Sportlichkeit, Perfektion und natürlich auch Leichtbau. Wir haben da monatelang dran gearbeitet und aus dieser Ideenecke sieht man jetzt das Resultat. Das sind die zwei Modelle, der Urban Concept Sportback und der Urban Concept Spider. Wir hatten ja hier eine etwas andere Arbeitsweise an den Tag gelegt. Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr die Idee dazu generiert, wie könnte eine kompakte Fortbewegungsmethode bei Audi ausschauen, die nicht unbedingt mit dem Zweirad in Verbindung gebracht wird. Und wir haben damals junge Leute aus dem Design mit jungen Leuten aus der Technik kombiniert, ein paar alte Hasen mit dabei. Und die hatten einfach den Auftrag, wie stellt ihr euch sowas vor? Und das, was Sie hier sehen, ist unser Audi Urban Concept. Unser Arbeitstitel war Audi Neo, das möchte ich hier bei der Gelegenheit auch gleich mal verraten. Das Fahrzeug hat zwei E-Motoren, hat Lithium-Ionen-Akkus, hat ein sportliches Fahrwerk und natürlich eine sehr direkte Lenkung. Unser oberstes Ziel war, das Fahrzeug so leicht wie möglich darzustellen und so agil wie möglich darzustellen, kurz, dass die Audi-Gene auch verwirklicht werden. Und ganz ehrlich, der Winzling fliegt förmlich um die Kurven. Ja, das ist ein guter Stichpunkt zum Fliegen. Das Flugzeug, wir haben natürlich ein bisschen rübergeguckt zum Flugzeug. Und das sieht man am besten am Cockpit an der Kanzel. Also das Einstiegszeremonie sozusagen. Man gleitet in diese Kanzel, man öffnet es durch Schieben. Das ist ein anderer Zutritt als bei normalen Fahrzeugen. Und das war uns wichtig. Das hat für uns einen coolen Ausdruck und zeigt auch eine Sportlichkeit im Einstieg. Segelflugzeug war ein gutes Stichwort. Bei der Erstpräsentation des Fahrzeugs im Design dachte ich, was ist jetzt? Da stand nämlich ein Segelflieger in der Halle. Und dann wurde erst das Auto enthüllt. Und ich habe aber dann sehr schnell kapiert, worauf die Designer raus wollten. Und ich glaube, es war eine wunderbare Symbiose zwischen Technik und Design, die sich hier wirklich Gedanken gemacht haben, wie denn die Fortbewegung der Zukunft ausschauen könnte. Wir haben hier versucht, alle Markengene darzustellen. An erster Stelle natürlich unser Ultraleichtbau, das Feinste und Leichteste, was es derzeit auf diesem Sektor gibt. Ein CFK-Monocoque verbunden mit unserem Aluminium-Spaceframe. Und mit den Akkus wiegt das Fahrzeug, sage und schreibe, 480 Kilo. Ja, so ein richtiges Leichtgewicht. Wir haben immer davon gesprochen, das ist wie ein agiles, lebendiges, urbanes Insekt. Also so haben wir das empfunden, dass sich eigentlich in dem Biotop der mobilen Welt recht schnell bewegt. Man hat Freude, dem zuzusehen, wie sie sich bewegt. Und man hat natürlich auch Spaß, wenn man drin sitzt und mit dem sich bewegt. Also verstehen tut man es erst richtig, wenn man drin sitzt und Gas gibt. Aber das Gasgeben ist dann das Richtige, dass man halt Losstrom hat, sozusagen. Ja, aber mit dem Losfahren ist es noch nicht so weit, das haben wir uns für einen anderen Abend aufgehoben. Aber ich muss sagen, ich bin zu Hause auch schon einen entsprechenden Technikträger dazu gefahren. Die Fahrleistungen sind faszinierend von dem Teil und ich glaube schon, dass wir damit eine gute Resonanz hier haben werden. Und was mich besonders freut, ist, dass wir hier eben ein völlig neues Arbeitsmodell bei Audi verprobt haben. Vielen Dank erstmal. Danke. Ich darf dann meine Vorstandskollegen hochbitten zum Foto. Jetzt.
Ladies and gentlemen, thank you very much for attending the Audi press conference. Please join us on stage to take a closer look at the car.